Hast du vielleicht auch noch ein Rätsel für uns? Nein, der hat kein weiteres Rätsel für uns. Das ist doch ein versteckter Durchgang. Das sind Treppen. Ich will da lang, aber ich darf noch nicht. Das ist doch Simons Brille. Aber wie ist die denn hierher gekommen? Das könnte schon unsere erste Spur sein. Wir sollten sie lieber gleich Inspektor Shemley zeigen. Was ist, Layton? Sehen Sie mal, Herr Inspektor. Diese Brille gehörte Simon. Wir fanden sie im Garten. Was zum... Die muss wohl auf den Boden gefallen sein, als Simons Leiche aus der Villa geschleppt wurde. Und außerdem, betreiben Sie hier etwa ein Fundbüro? Sollten Sie nicht gerade das Reinhold-Erbe suchen, oder was treiben Sie hier? Wenn Sie allerdings weiterhin meine Ermittlungen stören, muss ich mal ein erstes Wort mit Ihnen reden. Bitte verzeihen Sie meine Unbesonnenheit, Inspektor. Diesen Shemley mag ich gar nicht. Er stinkt nach Rauch, ist so furchtbar arrogant und wie er sie behandelt, Professor, unglaublich. Luke, mein Junge, stör dich nicht daran. Wir haben Wichtigeres zu tun. Lass uns nach Ramon suchen. Okay, das machen wir doch. Ich komme mich aber erst einmal hier um. Ob hier eventuell noch irgendwo eine Hinweismünze ist. Aber scheinbar nicht. Nö. Oder dass es kein Klicks-Button hier gibt. Mitteilung. Du darfst jetzt nicht weiterspielen, du hast so viel mit der Touchpad gespielt. Na sowas, ihr schaut aber besorgt aus. Wo liegt denn das Problem? Entschuldigen Sie die Störung, aber haben Sie heute zufällig Ramon gesehen? Er war gerade noch hier. Heute habe ich ihn nicht gesehen, schon seltsam, wenn man bedenkt, wie gerne er die Arbeit schwänzt. Aber genug davon. Man hört, ihr zwei wärt ziemliche Rätselasse. Würdet ihr mir mit einem helfen? Ich grübel schon ziemlich lange darüber nach. Oh, jetzt gleich? Wir sind eigentlich gerade beschäftigt, aber wenn sie darauf bestehen. Rätsel 30 im Zug 1. Kennst du die Rätsel, bei denen man Figuren in einem Zug zeichnen muss? Man zeichnet dabei die Figur, ohne den Stift abzusetzen oder dieselbe Linie zweimal zu zeichnen. Linien zu kreuzen ist jedoch erlaubt. Wenn dir das Konzept klar ist, dann schau dir die vier Figuren unten an. Eine der vier lässt sich nicht in einem Zug zeichnen. Welches ist es? Ja. Kreis wäre da. Also das mit dem Kreisen würde es schon mal geben, wenn man mit der Linie außen anfangen würde. Oder besser gesagt, in ja doch. Das mit dem Auto würde auch klappen. So, das oben rechts. Würde auch klappen, dann bleibt eigentlich nur das Haus übrig. Und wir kennen doch alle das Haus von Nikolaus, ne? That should do it. Every puzzle has an answer. Sehr schön. Es gibt übrigens eine sehr einfache Methode, um zu bestimmen, ob sich eine Figur in einem Zug zeichnen lässt oder nicht.
Welche? Nun, dieses Geheimnis wird dir enthüllt, wenn du ein weiteres Rätsel dieser Sorte löst. Okay, und hier sieht man auch, wie man das Rätsel hier lösen würde. Beziehungsweise wie man das zeichnen würde. No. Das habt ihr gut gemacht. Ich hatte schon seit Ewigkeiten versucht, es zu lösen. Ach du meine Junge, ich hatte soeben eine Vision, dass dir heute Nacht etwas Schlimmes passiert. Seht euch vor, ja? Das waren ja tolle Nachrichten. Aber keine Sorge, so leicht lasse ich mich nicht erschrecken. Und schon wieder ein Bauteil. Junge, Junge, Junge. Ich komme gar nicht voran mit der Story. So. Guck mal, da war noch ein verstecktes Rätsel. Sehen Sie mal, da ist ein Loch in dem Boot. Oh, Professor, da fällt mir etwas ein. Kennen Sie schon das Rätsel vom sinkenden Schiff? Oh oh. Rätsel Nummer 13, Schiffuntergang. SOS, 15 Leute befinden sich auf einem Schiff, das in exakt 20 Minuten sinken wird. Ihre einzige Chance ist das Rettungsboot, in welches genau 5 Leute passen. Zum einen Unglück wimmeln diese Gewässer nur so vor Haien, die besonders gierig auf Menschen sind. Schwimmen kommt also nicht in Frage. Eine Tour mit dem Rettungsboot zur nächsten Insel und zurück dauert 9 Minuten. Wie viele Leute können nun überleben? Einmal hin und zurück wären 18, also könnte man noch weitere 5 retten. Also wären es hier eigentlich ja 10, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Da ich den ganzen Stream jetzt auch nachträglich auf YouTube hochladen werde, könnt ihr das auch in den Kommentare schreiben. Was ihr meint, käme hier als Lösung raus. Aber ich gebe jetzt erstmal hier die 10 rein. Aber was ist, wenn Kinder dabei sind? Rein theoretisch könnten es sogar mehr als 10 sein. Luke, here's my answer. Nein, 10 ist schon mal nicht richtig. Ah, I suppose I thought wrong. Stimmt. 9 wäre die richtige Lösung. Jemand muss ja auch wieder zurückpaddeln. Aha. Ja, immerhin sind es nur 3. Meine Logik war schon richtig, aber ich habe vergessen, dass hier einer wieder zurückfahren muss. There we go. Auch nicht? Hä? Oh, how embarrassing. Einer fährt 5 passend drauf. Wären 6, dann wieder 5, wären 11. Wenn das jetzt nicht richtig ist, aber weiß ich auch nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Oh, how embarrassing. Also es passen 5 drauf. Dann fährt einer hin, holt dann wieder weitere. Die drauf passen sind 4, also muss es ja eigentlich 9 sein, oder nicht?
Bitte. Ah, ich Dummkopf. Ich hab in letzter Zeit nicht richtig gelesen. Hin und zurück dauern 9 Minuten. Also schaffen die es ja mehrmals. Und schaffen die es ja mehrmals. Also 3 Runden. 5, 9, 13. Und was lernen wir daraus? Lesen bildet. Luke, here's my answer. Ich kann mir schon vorstellen, dass Facepalm-Momente jetzt herrschen können. Da bin ich ja froh, dass nicht so viele da sind. Laut Streamlabs nur ein Zuschauer. Mal gucken, es dauert. Ich habe erst letzte Woche mit dem Stream angefangen und Professor Layton ist ja höchstwahrscheinlich jetzt nicht für jeden geeignet. Gut gebraucht und nun bitte eine Schweigeminute für die beiden, die es nicht geschafft haben. Das ist traurig. Rein theoretisch hätten sie sich leicht... Ich denke mal schon, dass es gegangen wäre, dann hätte es 1 Minute länger dauern und es wären dann alle da. Außerdem hätten die letzten zwei ja auch auf die Spitze stehen können vom Schiff und hätten jetzt auch noch gerettet werden können, wenn man es jetzt grob berechnen würde. Sehr gut, Professor. Ich habe damals bestimmt 5-mal so lange dafür gebraucht wie Sie gerade. Ja, ich auch. Obwohl, 19, 11, 13. Okay, 4-mal. Hey ihr beiden, was macht ihr da? Verratet es mir. Nein, halt, ich verstehe schon. Sag nichts. Ihr sucht jemanden, richtig? Hört euch auf der Straße um? Leider habe ich niemanden gesehen. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gesehen oder gehört haben, das uns vielleicht weiterhelfen könnte? Nein, da kann ich euch nicht helfen. Fragt nicht so viel, also wirklich. Ich verstehe. Nun ja, danke trotzdem. Ach ja, und viel Glück bei eurer Suche. Das könnt ihr doch sicher gebrauchen, oder? Ja, bestimmt. Oh, aber geht keinesfalls zu dem Turm im Norden, verstanden? Na, dann ist es ja gut. Zum Turm im Norden? Wie soll man da denn überhaupt hinkommen, Professor? Erinnerst du dich noch an den Glockenturm am Dorfplatz? Ich denke, man muss dort hindurch, um den nördlichen Teil des Dorfes zu erreichen. Lass uns mal nachsehen. Okay, dann schauen wir uns doch mal um. Das ist der Glockenturm, von dem Sie sprachen, richtig, Professor? Ja, ganz recht. Da steht jemand vor dem Eingang. Erstmal mit denen hier reden. Stimmt es, was man seit neuestem hört? In der Villa Reinhold hat ein Mord stattgefunden? Ein Mord in unserem kleinen Dorf. Da bekomme ich Gänsehaut. Und frische Ideen für einen Roman. Oh, entschuldige. Das war sehr taktlos. Ich suche nur immer nach Inspiration. Wie kann ich helfen? Wir suchen Ramon. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Nein, heute habe ich ihn noch nicht gesehen. Aber wenn ihr ihn nicht im Dorf findet, ist er sicher im Park oder irgendwo im Turm. Ihr wisst schon, irgendwo, wo die Dorfbewohner sonst nicht hingehen. Im Turm also. Oh, dem Turm solltet ihr aber lieber fernbleiben. Man hört schlimme Gerüchte darüber, wisst ihr? Allerdings, wir werden geradezu ständig vor ihm gewarnt. Was sind das denn für Gerüchte? Naja, schlimme Dinge eben. Dieser Turm hat etwas sehr Bedrohliches. Ja, sieht schon sehr düster aus. Lassen Sie mich durch. Hallo ihr zwei, ihr habt ja schon einige Rätsel gelöst, wie man hört. Hier kommt ihr aber erst durch, wenn ihr mindestens 12 Rätsel geknackt habt. Nanu, anscheinend ist es schon soweit. Nanu, anscheinend ist es schon soweit.
Nun, dann habe ich wohl gelogen. Denn, wenn ihr hier durch wollt, müsst ihr noch ein weiteres Rätsel lösen. Seltsame Augen. Okay. Unten siehst du einige seltsame Würfel, deren Augen etwas wahllos angeordnet zu sein scheinen. Wenn du aber genau hinsiehst, kannst du eine Regelmäßigkeit darin entdecken. Folgendes ist dir bekannt. A ist gleich 0, 9 ist gleich, B ist gleich 9 und C ist gleich 6. Womit? Wofür steht somit D? Warte mal, das ist hier 0. Warte, ich mach das lieber so. 0, 9, wunderschön. 0, 9 und 6. Okay, das wäre die 0. Das wäre die 9 und das wäre die 6. Okay, das bedeutet, das wären ja eigentlich Uhrzeigern. Beziehungsweise eine Abbildung von einer Uhr. Also könnte das hier in dem Sinne eine 3 sein. There we go. Another puzzle solved. Stimmt genau, die Augen der Würfel stellen die Zeigerposition auf dem Zifferblatt einer Uhr dar. Gut gemacht. Ihr habt es euch verdient, also geht ruhig weiter. Sucht ihr noch immer die Katze? Wir suchen einen Bediensteten der Familie Reinhold, sein Name lautet Ramon. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Ramon, sagen Sie? Ja, den habe ich gesehen, aber wo war das nur? Vielleicht fragen Sie besser jemanden anderen. Fragen Sie doch Lucy hinter dem Glockenturm. Und schon wieder ein neuen Bauteil. Wuhu. Und ein neuer Abschnitt ist soeben frei geworden. Endlich können wir durch den Glockenturm zum Norden des Dorfes. Wie aufregend. Ich bin schon gespannt, was uns dort oben erwartet. So, dann gehen wir einmal hier in den Bauteilmenü wieder. Und fügen dann die Augen hinzu. Okay. Ja, machen trotzdem einmal einen Zwischenspeicher. So. Sehen Sie mal, Professor. Die Katze da, ist das Claudia? Nein, sie sieht ganz anders aus. Ja, das ist eine Straßenkatze und so, wie sie die arme Maus quält, noch dazu eine sehr gemeine. Luke, wo wir gerade bei Mäusen sind, kennst du dieses Rätsel schon? Mäuserätsel? 36, zu viele Mäuse. Mäuse, Mäuse, Mäuse. Mäuse sind bekannt dafür, dass sie sich schnell vermehren. Die Mäuseart, um die es hier geht, wirft einmal im Monat 12 Junge. Die kleinen Mäuschen werden schnell erwachsen und kriegen selber Junge, wenn sie 2 Monate alt sind. Ein solches süßes Mäusekind hast du einen Tag nach seiner Geburt beim Tierhändler gekauft und nach Hause gebracht. Wie viele Mäuse wirst du in 10 Minuten haben? Oh Gott, in 10 Monaten. Oh Gott. In 10 Monaten. Warte, 12 Junge im Monat. 12 werden 120 und in 12 kriegen ja auch schon wieder immer 12. Oh Gott. Da brauche ich meinen Taschenrechner. Das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf rechnen. Kann man das auch irgendwie lösen, ohne dass man jetzt hier
Taschenrechner zur Hilfe nehmen muss. Aber warte mal, die kriegen ja Kinder, wenn die 2 Monate alt sind. Das süße Mäusekind ist ja erst ein Tag alt. Und wir haben nur eine Maus, also kann demnach auch keine Vermehrung stattfinden. Also haben wir nach 10 Monaten, sofern wir keine weitere Maus holen, nur eine einzige. Oh. Well, here's my guess. Das war schon eine harte Nuss. Stimmt genau. Deine Maus kann ganz alleine gar keine Jungen kriegen. Allein, 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 allein. Richtig, ausgezeichnet, Luke. Wir haben einen neuen Puzzleteil bekommen. Ist das ein Eckteil? Ja, das ist ein Eckteil. Oh, guck mal, das passt sogar hier hin. Wunderbar. So. Dann reden wir noch mit Lucy. Was wollt ihr denn? Ihr wollt mich wohl etwas fragen, richtig? Aber löst ihr vorher nicht vielleicht ein Rätsel für mich? Mein kleiner Bruder und ich haben es uns zusammen ausgedacht. Okay. Rätsel 37, Jahrestausch. Bruder und Schwester sitzen am Küchentisch und schwatzen. Weißt du, Schwesterherz, wenn ich dir 2 von meinen Jahren abgebe, bist du doppelt so alt wie ich. Warum gibst du mir nicht noch eines mehr? Da bin ich 3-mal so alt wie du. Wie alt sind die beiden Kinder? Da muss ich jetzt nachdenken. Uff. Das ist eine harte Nuss. Mit 2 abgeben ist er doppelt so alt. Das bedeutet jetzt da in dem Sinne 4. Warte, wenn ich dir 2 abgebe, bin ich doppelt so alt. Bist du doppelt so alt. Also kann es irgendwie. Nicht 9, gebe ich 3. Also 6. Und da es ja gleich ausgeben muss, muss der Junge demnach auch 6 sein. Also sind das in dem Sinne im selben Jahr. So, und dann einmal hier reinklicken und hier haben wir 6. Okay. There we go. Critical thinking is the key to success. Stimmt genau. Die Bedingungen des Rätsels werden nur erfüllt, wenn Bruder und Schwester beide 6 Jahre alt sind. Entweder sind sie Zwillinge oder im gleichen Jahr geboren.